das ist Flut sein. Ja, aber den hast du. Das ist ein Flut sein. Ja, aber den hast du. Ja, dann im Laufe der Zeit aufgebaut ist. Karosserie mit eigentlich einem Zusammenbau aus dem Objekt. Aber die Schraube ist richtig. Ja, ja. Zeit nicht gesehen. Ja, ja. Komm, start das Ding. Wir müssen alle Musik kriegen. Wenn du den Lift fertig gesehen hast, Hand bremst. Ja. Los, lauf. Du hast noch ein Ding. Du bleibst. Ja, wir kommen schon nicht mal Maisbuch wieder. Nein. Thank you.
Du musst ziehen. Na? Mit einer weißer Noppe. Ja, super. Prost. ADAC.
Vorführeffekt. Ja. Wirklich, Frederik? Soll ich den mal an hier? Oh, das ist sehr gut. Oh, mal ein lieber Mann hier. 3 cm. 3? 3, ja. 24. Jetzt gehen wir etwas, das war damals ganz wichtig. Ja, ich sage es mal so, der 220er war natürlich ein sogenannter Meilenstein für Mercedes, hat sich wunderbar verkauft. Und wenn man noch nicht in so einem Taxi gesessen hat, fahrt man nach Kairo, da gibt es doch zahlreiche 200, 220er Diesel, die ein Ford Capri aus dem Jahre 1970. Ich habe es vorhin schon mal fast gedacht. Da hat man 45. Thank you.
ein schöner Blick. Was ist das? Für Pflanzen? Ja, da viel Gedanken. Das ist sehr gut. Es gibt. Zunächst ein Dank an Herrn Kölbern, dem ADAC Mittelland, für die Ausrichtung dieser Oldtimer Rallye und für alles miteinander. Und ich kann auch feststellen, Herr Kölbern und seine Frau haben so ein bisschen ihr Herz an Luxemburg verloren. Das ist zwar keine typisch Limburger Haltung. Ist eigentlich mehr eine Weilburger Haltung, weil Hadamar, Nassau, Dietz, Weilburg, das sind nassauische Städte. Limburg hat dafür einen Bischof.